Willkommen zurück zu A New Beginning und dem Meeresrauschen. Schön übrigens hier das Meer ringsrum. Wir stehen hier immer noch in der Atlas 11. 11, ja, genau. Und gehen jetzt mal in den Büro, ins Bürolabor, hieß es glaube ich so, genau, durch die Iris-Tür. Mal schauen, was wir da so finden. Wahrscheinlich Lissa. Oh. Oh, interessant, es wird uns jetzt sogar jedes Mal angezeigt, wo wir sind. Wie soll ich das Gefühl, es wird kompliziert hier und sehr groß. So stümperhaft wurde ich schon seit Jahren nicht mehr erschreckt. Räusper. Hallo Bent, schön dich zu sehen. Okay. Ich dachte, ich sehe mal nach dem Rechten. Aha. Aha, was? Darf ein alter Ruheständler nicht mal seine ehemaligen Kollegen besuchen? Natürlich darf er das. Nur kenne ich dich gut genug, um zu wissen, dass das nicht der einzige Grund sein kann. Aber ich lasse mich gerne positiv überraschen. Ach du. Was ist mit der Alge passiert? Wovon sprichst du? Ich war gerade auf der Präsentation für die Investoren. Die von euch präsentierte Alge war grauenhaft schlecht. Ach, Ben, du übertreibst. Weißt du, wie ich mich geschämt habe? Ich kann verstehen, wie du dich fühlst, aber... Bitte halte dich da raus. Aber... Vertrau mir. Es ist so besser für dich. Ja, das dachte ich auch gerade. Du sagst, das ist nicht meine Verantwortung. Also das jetzt. Weißt du, wie du dabei klingst? Nein, Ben. Wie klinge ich denn? Wie meine Therapeutin. Das passt. Dr. Lissa Hinrichs, offizielle Svensson-Familientherapeutin. Ja. Wieso Familientherapeutin? Es stimmt. Ich bin nicht mehr für die Forschung verantwortlich. Aber ich habe das ganze Projekt mit aufgebaut. Ich verdiene eine Antwort. Wenn du bei der Präsentation warst, dann kennst du die Antwort doch bereits. Wir haben kein Geld mehr. Das heißt, keine neuen Geräte, keine Reparaturen, keine qualifizierten Fachkräfte. Und schlechtere Forschung bedeutet wiederum weniger Investitionen. Ein Teufelskreis. Was hat Geld mit der abnehmenden Algenleistung zu tun? Wir arbeiten unter enormem Druck, unter katastrophalen Bedingungen. Unter solchen Bedingungen macht man schon mal Fehler. Und die Alge leidet mit. Lissa, was ist hier los? Du verheimlichst mir doch etwas. Bent, bitte. Das hatten wir doch schon mal. Niemand ist schuld an unserer momentanen Situation. Wir haben einfach nur Pech. Na gut, dann machen wir es alleine. Ich werde es schon noch herausfinden. Bitte lass es sein. Ich mache mir doch nur Sorgen um dich. No. Lass uns über etwas anderes sprechen. Wäre besser, ja. Du verhasst mich. Ich weiß. Er macht dich immer noch für Metas Tod verantwortlich. Womit er auch recht hat. Sie war krank, Bent, und sie hat es dir nicht gesagt. Weil sie wusste, dass ich niemals meine Arbeit für sie aufgeben würde. Im Gegenteil. Du hättest alles für sie hingeschmissen und diese Verantwortung wollte sie nicht tragen. Dieser Hang zur Selbstaufopferung, der muss in eurer Familie liegen. Oh weh. Wie geht es Duwe denn? Frag ihn doch selbst. Wenn ich mit ihm rede, schimpft er die ganze Zeit nur. Ach, hör da nicht drauf. Ich glaube, es geht ihm besser, als er nach außen hin zeigt. Er hasst sein Leben auf der Bohrinsel. Wenn er es wirklich hassen würde, dann wäre er schon lange weg. Mach dir keine Sorgen. Er kommt schon klar. Ach ja. Ich sehe, du bist beschäftigt. Wollen wir lieber später weiterreden? Wichtig ist nur, dass wir weiterreden. Warum treffen wir uns später nicht einfach in der Küche und kochen was zusammen? So in 2 Stunden. Zum Feierabend. Ich bin dabei. Schön. Ich freue mich drauf. Wieso habe ich nur das Gefühl, dass es nie dazu kommen wird? Ein neuer Schrank. Den kenne ich noch gar nicht. Naja, bist du auch 2 Jahre schon weg. Ein neuer Schrank? Ja. Suche beendet. Der Schrank ist leer. Wow, man merkt, dass sie knappe Forschungsgelder haben. Dieser Kittel kommt mir verdächtig bekannt vor. Ha, wusste ich's doch. Das ist mein alter Kittel. Was? Der im Spind? Hätte nicht gedacht, dass ihr den noch habt. Bist du jetzt sentimental? Duwe zieht ihn manchmal an, wenn er sauber macht. Ha.
Das ist der erste Stopp, wenn man morgens das Labor betritt. Der spinnt mit den Arbeitskitteln. Ach ja. Ach, den Spind kann man nicht aufmachen. Okay. Na gut. Ja, komm, wir sind ordentlich. Schließen. Aber ich meine, die haben so viel ungenutzte Schränke und... Na. Schon wieder die Sprechanlage. Ich hoffe, die können wir später benutzen. Unser internes Kommunikationssystem. Du darfst die Sprechanlage nicht benutzen. Funktioniert die Sprechanlage noch? Aber man kann immer noch nicht zum Festland telefonieren. Wen willst du anrufen? Das wirst du gleich sehen. Hallihallo, Lissa. Ich bin's nicht. Es ist Band. Oh, Dr. Svensson, schön, Sie zu hören. Was kann ich für Sie tun? Gibt es eine Nachricht für mich? Nein, nichts. Erwarten Sie einen Anruf? Nein, ich dachte nur, vielleicht hat sich meine Rückkehr rumgesprochen. Oh, ich versichere Ihnen, das hat sie. Ich bin auch selbst nicht ganz unschuldig daran. Das dachte ich mir schon. Melden Sie sich im Bürolabor, wenn sich doch noch etwas ergeben sollte. Jupp. Sonst noch ein Wunsch? Gibt es jetzt eine Nachricht? Ich möchte, dass Sie jemanden ausrufen. Und wen? Den Doc, meinen Sohn, Barney. Ach, vergessen Sie es. Rufen Sie meinen Sohn aus. Und was soll ich ihm sagen? Ach du Scheiße. Sagen Sie, er soll zum Funkhaus kommen. Zum Funkhaus? Warum sollte er zum Funkhaus kommen? Weil Sie eine Funkmeldung für ihn haben. Habe ich das? Ja, sagen Sie ihm... Was zur Hölle? Das glaubt er ihm beides nicht, glaube ich. Sagen Sie ihm nichts. Er soll einfach kommen. Nein, damit mache ich mich doch unglaubwürdig. Also gut, dann sagen Sie ihm... Seine Frau wartet auf einen Rückruf. Richtig aus. Bis gleich. Seine Frau? Meinst du nicht, dass du Bescheid wüsstest, wenn Duwe geheiratet hätte? Ihr Sohn ist gar nicht verheiratet, Dr. Svensson. Jetzt weiß ich es. Sonst noch einen Wunsch? Ich wusste, dass das nicht klappt. Freundin hat er wahrscheinlich auch seine nicht. Seine Freundin ist gerade in der Leitung. Zu Befehl. Versuchst du etwa auf diese Weise etwas über sein Privatleben herauszufinden? Er erzählt mir sonst nichts. Oh Mann. Ihr Sohn hat nur gelacht und dann aufgelegt. Gut, vielen Dank. Ach, sagen Sie ihm gar nichts. Dann soll ich ihn gar nicht ausrufen. Nein, ich melde mich dann später nochmal. Okay. Richtig schlecht. Was? Ich wollte nicht auflegen. Ey, ich war noch nicht fertig. Ja, wir benutzen jetzt den Rest der Folge dieses Ding. Barneys Büro. Nee, immer noch das Funkhaus. Ich habe das Gefühl, wir könnten bestimmt Faye helfen, indem wir den Arzt da weglocken. Ich möchte, dass Sie jemanden ausrufen. Und wen? Den Doc. Rufen Sie den Doc aus. Gibt es einen Unfall? Nein. Okay. Was hast du vor? Ich ergründe meine Möglichkeiten. Das ist ja interessant. Barneys Praktikant hat sich überarbeitet und muss medizinisch behandelt werden. Deswegen kann der Doc auch gerade nicht. Habe verstanden. Danke. War sonst noch was? Nö. Ich habe jetzt keine Lust mehr den ganzen Kram. Rufen Sie Barney aus. Ich glaube, er ist gerade in seinem Büro. Warum rufen Sie ihn nicht selbst an? Sie haben recht. Ist wohl der schnellere Weg. Sonst noch was? Nö. Ach, vergessen Sie es. Hat sich schon erledigt. Alles klaro. Bis dann. Na gut. Dann rufen wir doch Barney mal an. Warum auch immer. Hier Barney? Ich bin's, Band. Ah, alter Haudegen. Gut, dass du anrufst. Ich wollte fragen, wie lange du uns noch beehren magst. Das kann ich noch nicht sagen. Kein Problem. Wenn du mir aber rechtzeitig Bescheid gibst, kann ich dir den Transport und die Unterkunft auf dem Festland organisieren. Je nachdem, wo du hingebracht werden willst. Danke, Barney. Yay. Gibt es was Neues von den Investoren? Sie können immer noch kaum fassen, was du ihnen gezeigt hast. Und um ehrlich zu sein, ich kann es auch nicht. Das war doch nicht wirklich die Alge, die das bewirkt hat, oder? Nein, natürlich nicht. Was hast du dir dabei nur gedacht? Es ging nicht anders. Indes will die Alge aufkaufen und einstampfen. Und er hätte es fast geschafft, wenn ich die Präsentation nicht manipuliert hätte. Aber der Betrug wird auffliegen und dann wird uns niemand mehr sein Geld anvertrauen. Die Investoren vielleicht nicht, aber bei denen spielen wir ja auch nur auf Zeit. Wichtig ist das Gremium in Oslo und genau deswegen bin ich hier. Tut mir leid, Ben, aber ich kann dir nicht folgen. Das ist in Ordnung.
Hauptsache, du vertraust mir noch. Und, erzähle Faye bitte nichts von meinem kleinen Trick. Du fühlst dich also doch schuldig? Sagen wir einfach, dass sie sehr viel von uns hält und dass ich sie nicht enttäuschen will. Da hast du dir ja ein Schlamassel eingebrockt. Ich weiß. Und jetzt lass uns bitte das Thema wechseln. Eigentlich wollte ich nur etwas plaudern. Immerhin haben wir uns lange nicht gesehen. Du, ich bin leider gerade noch etwas beschäftigt mit den Investoren. Aber sobald ich fertig bin und der letzte Anzugträger die Insel verlassen hat, komme ich zu euch rüber. Klingt das gut? Das klingt sogar sehr gut. Schön. Wegen meiner Rückreise. Ja, ich denke, wir werden bald abreisen. Wirst du ihn bei Energy Oslo anmeldest, buche mir bitte eine Unterkunft. Machen wir das erstmal. Ich will, dass du uns bei Energy Oslo anmeldest. Für wann und warum? Für morgen. Und sag ihnen, wir wollen ihnen die Svensson'sche Blaualge präsentieren. Moment. Okay. War's das? Buche mir bitte eine Unterkunft. Brauchen wir das? Buche mir bitte eine Unterkunft. Ich nehme an, du willst zu der Konferenz, die Faye erwähnt hat. Ich kann dir in Downtown Oslo das Grand Welcome Inn empfehlen. Oder das Garden City Hotel in der Nähe vom Botanischen Garten. Ist das wichtig? Reserviere mir was im Garden City Hotel. Gerne. Zahlung mit dem Hotel. Ich denke, wir werden bald abreisen. Was heißt bald? Bald heißt, dass du alles für unsere Abreise bereithalten kannst. Gut. Brauchst du einen Helikopter oder nimmst du den gleichen wie auf dem Hinflug? Mit einem der Atlas bleibe bei Oggis altem Militärhubschrauber. Ich bleibe bei Oggis altem Militärhubschrauber. Kein Problem. Das ist dann weniger Aufwand für uns. Was brauchst du noch? Nix, nix. Ach, ich kümmere mich doch lieber selbst drum. Wie du willst. Bis später. Gut. Sind das wirklich wichtige Entscheidungen, die wir da gerade treffen? Ich meine, das Hotel zum Beispiel und welchen Hubschrauber wir nehmen zum Beispiel. Na gut, was haben wir denn hier noch alles? Kühlschrank. Hier lagert das gesamte Spektrum unserer Forschung. Eine Probe jeder einzelnen von uns gezüchteten Blaualgenkultur. Ich hoffe, ihr habt aber noch einen zweiten so einen Schrank. Wenn der kaputt gehen sollte, wäre ein bisschen doof. A23G, A36G, C17F. Die Anzahl der verschiedenen Proben ist enorm. Ich muss schon ganz genau wissen, wonach ich suche. Falls ihr ein Rauschen im Hintergrund hört, das liegt einfach daran, dass es sehr stark regnet gerade. Wasser trinken nicht vergessen. Ich weiß. Na gut. Wenn du das weißt, ist ja alles okay. Aktenschrank, vielleicht finden wir ja da, was wir suchen. Hier finden sich alle Akten über die Forschung. Wir haben noch einen Tag, da ist ein Massenspektrometer. Ich brauche erst einen Hinweis, nach welcher Akte ich suchen soll. Na gut. Ein Massenspektrometer, wer es nicht weiß, damit kann man, wenn ich mich recht erinnere, Atome oder andere Teilchen mithilfe von Überlagerung von E und, also vom elektrischen und magnetischen Feld, sagen, herausfinden, was für Teilchen da drin sind, sage ich mal. So. In einer bestimmten Masse. So. Mit dem Gerät kann ich die chemische Zusammensetzung von verschiedenen Substanzen feststellen. Eben. Dafür muss ich nur den zu untersuchenden Stoff in das Reagenzglas hinter der Klappe füllen und das Gerät anschmeißen. Den Rest macht die von mir und Lissa entworfene Elektronik. Was könnten wir denn da mal reinschmeißen? Können wir den eigentlich anziehen? Ansehen, riechen, durchsuchen, lesen? Dieser Geruch. Und an jeder Stelle findet sich ein anderes Laboraroma. Da werden Erinnerungen wach. Was ist denn das? Eine alte Algenprobe von mir. Was macht die denn hier? Ach. Dann schmeiß mal rein. Wenn ich etwas untersuchen will, dann muss ich es in das Reagenzglas hinter der Klappe füllen. Klappe? Ach da. Oh, da ist schon was drin. Hier kommen die zu untersuchenden Proben rein. Oder doch nicht? Es ist bereits leer. Dann probieren wir das mal. In der Petrischale ist eine tote, ausgetrocknete Alge. Die Diagnose schaffe ich gerade noch ohne Massenspektralanalyse. Ach so. Können wir da nicht ein bisschen Wasser drauf geben, obwohl wenn sowieso schon tot ist? Das ist doch Unsinn. Ja, Was sollen wir denn damit? In dem Kittel ist nichts mehr. Mumpitz. Nee, sollst du auch nicht miteinander verbinden, du sollst... Dr. Ben
Ben Svensson, Forschungsleitung. Ach ja. Ach ja. Na gut. Ich glaube, ich mache jetzt auch mal eine kleine Aufnahmepause. Lesen. Man kann es kaum noch lesen, aber hier steht etwas in meiner Handschrift. D54. Ah. D54. Das ist die Delta-Alge. Unsere leistungsstärkste Kultur. Na, da haben wir es doch gleich gefunden. Warum Duwe die heute nicht präsentiert hat. Tja, dann wahrscheinlich gibt es die nicht mehr, aber wir könnten ja mal danach suchen. Von wegen Aufnahmepause. D54H. Wo ist die Delta-Alge? Nichts. Seltsam. Dann schauen wir mal in den Akten nach, warum die weg ist. Mal sehen. Wo ist die Akte für D54H? A, B, D32, B15. Und hier kommt schon wieder A. Was für ein Durcheinander. Ich sehe schon, das wird länger dauern als gedacht. Später wahrscheinlich jetzt oder so. Verdammt! Ich habe den kompletten Schrank jetzt dreimal durchwühlt und keine Spur von D54H. Aber wo zum Henker ist sie dann? Na gut, ich würde sagen, das finden wir beim nächsten Mal raus. Wenn es wieder heißt, Let's Play A New Beginning. Ein Neuanfang für die gesamte Menschheit, der auch dringend nötig zu sein scheint. Bis dann.